Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Und das ist endlich der Raum, in dem tatsächlich die verschollene und nachher aus dem Spiel genommene dritte HW-Fähigkeit Moonwalk zum Einsatz kommen sollte. Und zwar sollte Edna hier von dem Busch zum Lieferwagen schleichen, damit sie nicht von Blase erwischt wird, und musste dazu Moonwalk lernen. Aber es hat hin und vorne nicht hingehauen, also sowohl der Weg vom Busch zum Lieferwagen war halt nicht offen genug, also es passte von der Zeichnung nicht hin. Außerdem gab es hier überhaupt keinen Gegenstand, der sie quasi an diese Szene aus ihrer Kindheit erinnern konnte. Ja, deswegen habe ich es wohl hauptsächlich rausgelassen. In diesem Raum gibt es allerdings den Hotspot, der meine allerliebste Lieblingsreaktion beherbergt, und zwar bei Benutze Harvey mit Brückengeländer. Probier das doch mal einfach aus. Machen wir doch gleich. Was ist das Brückengeländer? Es gibt hier doch kein... Gibt hier gar kein Brückengeländer? Doch unmöglich immer noch müssen. Das geht. Ich will ihn lieber nicht auf mich aufmerksam machen. Ach Mann, Edna. Guck mal, Harvey. Die Blase wird einfach nicht leer. Er verfügt über echte Superkräfte. Der Typ ist schon krass irgendwie. Ich will ihn lieber nicht auf mich aufmerksam machen. Ach, Edna. Kann ich das eigentlich selber irgendwie ordnen? Nee, schade. Vielleicht kommt ja noch irgendwo was. Nein. Die Versuchung ist groß, ihm das auf die Nase zu binden. Aber ich will ihn lieber nicht auf mich aufmerksam machen. Ah, okay. Ja, dieser Raum hat eigentlich auch mal wieder keine inhaltliche Relevanz. Ich fand aber einfach das Gefühl besonders spannend, dass Edna jetzt hier im Inneren dieses Lieferwagens, dieses Parkenden rumschleicht, während draußen halt der Fahrer gerade eine Pinkelpause macht. Einfach irgendwie ein spannendes Gefühl. Außerdem gab es sonst so wenig helle Räume in dem Kapitel. Muss wohl auch mal sein. Ja. Eine Seitentür ins Unbekannte. Wahrscheinlich einfach nur... Ich besitze keine Hydraulikzange. An die Seite. Des Autos. Wieso kann man dich nicht öffnen? Warum weht der Wind? Warum wächst das Gras? Abgeschlossen. Hä? Was machst du denn? Harvey? Tür. Was hältst du davon, Harvey? Es ist eine Tür. Sie führt zur Seite. Im Fachjargon nennt man das dann Seitentür. Crazy. Wow. Huh. War das schon zu laut? Kommt der jetzt? Nee. Das war vielleicht zu laut. Ja, gute Idee. Das heißt, was ist denn das für eine Plakette? Bitte halten Sie den Seitentürbereich Topflappen frei. Oh, dann wohl nicht. Warum? Ups, war das... Dies ist mal eine Tür, die ich tatsächlich nicht aufschrauben will. Mach nicht so ein Shakespeare draus. Mir deucht, dein Sinn nach Grummeln steht. Jo. Dies ist mal eine Tür... Mach nicht mir... Was sagt sie das bei... Dies ist... Ja, sagt sie wirklich. Ich dachte gerade, ich habe das irgendwie verwechselt oder so, aber okay. Besser. Viel besser. Sobald du einen Ordnungsfimmel entwickelst, sind wir geschiedene Leute. Das Verfallsdatum ist weit überschritten. Egal. Nanu? Der ist ja festgeschweißt. Was? Na, als wenn du Leben retten könntest. Ich habe in Harvard Medizin studiert. Was ist da? Bahndreieck. Ich
brauche keine Hilfe. Niemals. Guck mal, Harvey. Erste Hilfe. Das ist ja wohl frühestens dritte Hilfe. Der berühmte dritte Hilfekasten. Eigentlich ist er gar keine große Hilfe. Also nur der dritte Kasten. Wo sind wohl die ersten zwei? Im Logik-Nimbus. Leere Erste-Hilfe-Kästen pflastern den Weg meines Poloschlägers. Alter, Edna gönnt sich heute. Meine Zickzackschere ist schärfer als so manche Zeckenzange. Meine Topflappen stecken jedes Dreieckstuch in die Tasche. Ja. Warum sind es immer Erste-Hilfe-Kästen? Es könnten doch auch Erste-Hilfe-Töpfe oder Erste-Hilfe-Etuis sein. Ein modisches Erste-Hilfe-Täschchen. Oder ein Erste-Hilfe-Jutesack. Hat sie ja eigentlich recht, ne? Der ist nicht verschlossen. Warum machen wir ihn dann nicht auf und gucken, was drin ist? Weil wir nicht wie Sissys wirken wollen. Darum. Das sehe ich ein. Vielleicht ist darin das passende Mittel, um ihn wieder anzuflicken. Aber will ich das wirklich? Weiß ich nicht. Der ist aus Plastik und entsprechend rostlos. Okay. Eine dicke Staubschicht liegt auf den Reflektoren. Die Farbe gefällt mir nicht. Och, Edna! Unfall! Unfall! Unfall? Ich will keine Aufmerksamkeit erwecken. Was hältst du davon, Harvey? Ein Warndreieck? Pah, wer braucht denn sowas? Weiß ich nicht. Na los, schlag alle Warnungen in den Wind. Was ist, worauf wartest du? Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich das Ding vorerst heilen lassen. Ist ja eigentlich noch was? Nee. Dann habe ich gerade... Nee, okay. Oh. Das Warndreieck lässt sich nicht zerschnipseln. Ist das bereits ein Omen? Moment, da steht was drauf. Vorsicht, Warndreiecke nur mit Samthandschuhen anfassen. Hä? Was soll das denn? Warum? Oh Mann. Dann hätte ich einen vorsichtigen Topf. Will ich das? Natürlich nicht. Du könntest nie wieder Chili machen. Oh nein! Ohne Chili, wie soll man das überleben? Items markieren die spektralen Grenzbereiche der Nützlichkeit. Fußnägel lassen sich nicht mit Warndreiecken kombinieren. Das ist eine Eigenschaft von Fußnägeln, die man wohl einfach akzeptieren muss. Will ich aber nicht. Heute schon das Warndreieck entrostet? Nein? Na dann wird es aber höchste Eisenbahn! Edna bricht aus. Wurde Ihnen präsentiert vom ADAC. Okay. Hey. Ach ja, das Armaturenbrett. Es funktioniert wie ein richtiges Armaturenbrett. Man kann am Lenkrad rütteln. Man kann den Aschenbecher auf und zu machen, an der Lüftung spielen und man kann halt die Pedale treten und muss es auch teilweise, um halt den Gang rauszunehmen, Handbremse kann man lösen und so weiter. Am besten gefällt mir allerdings tatsächlich, dass man die Hupe drücken kann, obwohl das so eigentlich das Letzte ist, was der Spieler will. Man kann es ja trotzdem machen. Hä? Warum auch nicht? Ja, ja, Hupe. So. Hey, was ist das? Ist da jemand im Auto? What? Das Lenkradschloss ist aktiv. Oh. Der Zündschlüssel fehlt. Der Anzünder fehlt. Okay. Ich krieg den Gang nicht raus. Oha, das Auto beginnt zu rollen. Yes.
War ein schweres Rätsel. Was soll das? Stopp! Ja! Da unten kann ich den Fluss sehen. Davon hat mir mein Chiropraktiker abgeraten. Egal. Sag mal, Brücki Brücko, du kennst dich doch aus. Was treiben eigentlich diese Radfahrer, die an Autobahnbrücken halten und runterstarren? Haben die irgendwas vor? Das ist aber echt eine gute Frage irgendwie. So verzweifelt bin ich noch nicht. Guck mal, Harvey, ein Brückengeländer. Eine gute Stelle für ein Abschleppseil. Och Mann, Harvey, jetzt hast du das ganze Rätsel verraten. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, ich dachte, ich gebe mal einen Hinweis. Du bist so ein Trottel. Was soll denn das für ein Hinweis sein? Eine gute Stelle für ein Abschleppseil. Oh Mann, das ist doch kein Hinweis. Das ist die Lösung aus Posaunen. Sorry. Ja, ganz toll. Jetzt hast du dem Spieler den ganzen Spaß verdorben. Das zwischen den Screens hin und her gerenne, die sinnlose Herumprobiererei, das Pixelhunting und schließlich das Online-Gehen und in der Komplettlösung nachlesen. Böser Harvey. Böser, böser Harvey. Was? Alles klar. Dafür ist die Brücke wohl ein wenig zu robust. Wie geil, ey. Dafür ist die Brücke wohl ein... So könnte man es sich als Suizidgefährdeter hier richtig schön bequem machen. Für so eine Stelle wären eher Spraydosen angebracht. Der Fluss fließt zu weit unten. Aber eigentlich will ich das Brackwasser sowieso nicht. Doch, doch. Immerhin hat sich Blase an dieser Stelle erleichtert. Ja, okay, es ist ein Argument. Den werfe ich noch nicht weg. Er ist eine wertvolle Erinnerung. Und er ist aus Gold. Ach ja, das auch. Nein, mit Zehennagel. Marmor, Stein und Eisen bricht. Stein und Marmor rostet nicht. Stein auf Stein hält Gleichgewicht. Stein und Rost, das reimt sich nicht. Wie? Ist noch irgendwas? Nee, ne? Da sind noch weitere Fahrzeuge. Sogar die Polizei. Ich muss einen anderen Weg finden. Das heißt, wir brauchen ein Abschleppseil. Oder wie? Wo finden wir das? Kofferraum. Hier ist wirklich ein Kofferraum. Solide. Da ist ein Abschleppseil drin. Okay. Alles klar, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass da ein Kofferraum ist oder so. Ich dachte, irgendwas am Auto muss es ja sein. Wenn es ein Abschleppseil ist, muss es ja beim Auto sein, ne? Geil. Ich habe das Seil, es baumelt. Ups, benutzen. Von hier aus ist das zu gefährlich. Hä? Ach so, warte mal. Nee. Moment. Da kommen wir ja nicht anders hin, oder? Können wir hier irgendwo lang? LOL. Oh, hier ist ja noch ein Weg. Ein nicht nur besonders atmosphärischer Screen, sondern auch sehr aufwendig. Ich habe hier immerhin eine der größten Spezialanimationen für Edna verwurstet mit insgesamt unglaublichen 8 Frames. Außerdem diese schöne Hintergrundanimation, dieser Wasserstrahl. Man kann nur hoffen, dass der Spieler diesen Raum zuerst betritt, bevor er die Quelle dieses Rinnsals auf dem Brückenscreen entdeckt. Das verdirbt so ein bisschen die Schönheit des ganzen Screens, nämlich. Nein! Ah, verdammt!
Ach, Manno. Ich hätte den Strahl gern gesehen. Das wäre so witzig geworden, glaube ich. Fluss hatten wir doch eigentlich schon, oder? Tief und unergründlich. Huhu. Wenn dort unten jemand... Ja, hatten wir schon. Okay. Ja, für diesen Screen wurde eine Aktion geschrieben und aufgenommen. Für eine Item-Kombination, die niemals passieren kann. Und zwar benutze Abschleppseil mit Fluss. Das kann ja gar nicht passieren, weil man das Abschleppseil bereits an die Brücke gehängt haben muss, um sich rüber zu schwingen. Deswegen vollkommen sinnlos. Ich war offensichtlich sehr müde, als ich diesen Raum gescriptet habe. Aber besser zu viel als zu wenig, nicht wahr? Sehr interessant ist, dass die Reaktion ist, wir haben jetzt keine Zeit zum Angeln. Wir sind ja nicht in Azeroth. Was nochmal einen daran erinnert, dass tatsächlich Edna bricht aus nicht so alt ist wie World of Warcraft. Und bei der Gelegenheit erinnere ich mich gerne daran, dass mich Edna bricht aus tatsächlich von World of Warcraft gerettet hat. Weil als ich Edna bricht ausmachte, hatte ich keine Zeit mehr dafür und habe es danach nie mehr angefangen, weil natürlich alle Leute an mir vorbeigelevelt haben. Aber ich drohte süchtig zu werden. Ui. Edna bricht aus hat mich quasi zweimal gerettet. Einmal von meinem Studium und einmal vor World of Warcraft. Danke, Edna. Das ist krass. Geht nicht, das Schloss ist zugerostet. Haha. Mal sehen, wie gut dieses Zeug wirklich ist. Friedhof? So, wir befinden uns jetzt endlich auf dem kleinen Gelände der Kirche, also hinten auf dem Friedhof. Die Kirche hat ja bekanntermaßen einen Wiederauftritt in Harveys neue Augen. Das heißt, wir nähern uns diesem Bereich von Edna bricht aus von der anderen Seite. Und hier gibt es halt eine ganz exklusive Überschneidung. Und zwar haben wir als kleinen Easter Egg diesen Screen eingebaut. Lilly betritt vom Kirchhof aus kommen, kann sie diesen Screen betreten, guckt sich einmal kurz um und geht raus. Besonders imposant ist da natürlich der Vergleich der Auflösung. Wir haben den Screen in Originalauflösung drin, also mit 800x600. Und es ist nur so ein kleines Rechteck auf dem Bildschirm, das ja HD-Größe besitzt. Kein Wunder, dass sich Lilly da nicht lange aufhalten will. Wir jetzt auch nicht. Schnell runter hier, sonst finden wir noch Mattis Grab. What? Hier liegt Henry Miller. Er wurde in jedem Jahr Trinkmeister. Das wäre nicht taktvoll. Na gut. Guten Abend. Ich will noch nicht abdanken. Was hältst du davon, Harvey? Lass uns von hier weg, ja? Du hast doch nicht etwa Angst, oder? Ivo. Den Rest können wir wahrscheinlich eh nicht nutzen. Mattis Konrad? Das hier ist das Grab meines Vaters, Harvey. Also stimmt es. Er ist wirklich tot. Was mache ich nur, Harvey? Wo soll ich bloß hin? Beruhige dich, Edna. Lass uns einfach an unserem Plan festhalten. Wir schlagen uns nach Hause durch und dann suchen wir belastendes Material gegen Dr. Marcel. Man wird sich dann schon um uns kümmern. Und wer bist du? Hier ruht Mattis Konrad? Das hier ist das... Also, was mache ich? Wo soll... Und dann... Okay, das haben wir schon. Erinnerst du dich an meinen Vater, Harvey? Mattis war ein gutmütiges Kerlchen. Vielleicht ein wenig rückgratlos. Ein Mörder war er auf keinen Fall. Huh. Sieglinde. Eiskunstlauf bis in den späten Frühling. Oh. Dieser Grab. Hallo? Jemand zu Hause? Nee. Was hältst du davon, Harvey? Lass uns von hier weg, ja? Du hast doch nicht etwa Angst. Auch zur Kirche. Klaus Peter, Staubsaugervertreter. Oh. Ich muss wirklich weiter und die Schatten meiner Vergangenheit lüften. Aber... Mit Toten reden kann ich auch noch nach meiner Heilpraktikerlehre. Was hältst du davon, Harvey? Lass uns von hier... Oh. Ivo! Klaus... Nein.
Kirchtor, Kirche, Tür. In Harveys neue Augen habe ich mich entschieden, diese Location, auch wenn es wirklich genau exakt dieselbe Location ist, aus einer anderen Perspektive zu zeichnen. Ja, hat da hauptsächlich Gründe von der Bildaufteilung her, aber es ist irgendwie ganz schön. Ich mag es, wenn man halt denselben Ort nochmal aus einem anderen Blickwinkel sieht. Das gibt diesen Orten halt irgendwie mehr Realität. Im letzten Screen habe ich es nicht erzählt. Die Grabinschriften, eine sehr alte Kunst im Adventure-Genre, lustige Grabinschrift zu verfassen, kommen von René Anhaus. Die hat er damals geschrieben. Ja, hier vorne in diesem Grab ruht offenbar Hans-Peter, Staubsaugervertreter. Das ist gemein, dass es lustig ist, aber es ist lustig. Ja. Gut, Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.